Ich werde heute mal in ein Costco gehen mit meiner GoPro-Kamera, euch mitnehmen sozusagen und dort etwas einkaufen. Costco ist relativ gigantisch in den Ausmaßen und erinnert vielleicht so ein bisschen an die Metro in Deutschland, ist aber ein anderes Konzept. Mehr dazu gleich später. Costco ist weltweit der zweitgrößte Einzelhandel nach Walmart. Also insofern relativ beeindruckend das Ganze. Wie gesagt, ich werde euch mal mitnehmen und gehen wir einfach mal rein. Der Costco, zu dem wir jetzt gerade gehen, ist in Hayward, Kalifornien. Und es ist Mittwoch, 15.30 Uhr und entsprechend schon mega krass verstaut überall. Also man gucke sich hier mal die Gegenspur an. Es ist halt schon voll die Verkehrskatastrophe mal wieder. Aber so ist es hier leider jeden Tag. Also ab spätestens 15 Uhr ist echt, es macht keinen Spaß mehr zu fahren. So, hier, now we're approaching the Costco. Hier ist halt die übliche Costco-Tankstelle. Die ist, soweit ich weiß, bei jeder Costco-Filiale mit dabei. Wahnsinnig lange Schlangen meistens an der Tankstelle. Also ich tanke da eigentlich nur, wenn mein Tank komplett leer ist und wenn nicht viele Autos dort stehen. Es ist halt, man spart so, ja, 20 Cent pro Gallone vielleicht. Also wenn einen durchschnittlichen Tank spart man vielleicht irgendwie so 2 Dollar oder sowas. Also bei dem Truck hier, er hat eine Tankgröße von, ich glaube, 22 Gallonen, also irgendwie so 80 Liter, 85 Liter oder sowas. Und da kann man dann halt, ja, weiß ich nicht, ein paar Dollar sparen. Aber wie gesagt, meistens lohnt sich das nicht, da jetzt irgendwie 5, 6, 7 Minuten lang mit laufendem Motor stehen zu bleiben. So, parken. Versuchen jetzt mal einen Parkplatz hier zu finden. Der Eingang ist zur rechten Seite. Und es gibt ja auch Leute, die hier vorfahren und einladen. Das finde ich immer so ein bisschen asozial, weil die dann hier alles blockieren. Gut, ich suche einfach mal nach dem nächstgelegenen Parkplatz. Vielleicht irgendwo hier drüben. So ein Costco hat, das kann man vielleicht auch noch erwähnen, immer noch so ein Tire Center dabei, also so ein Reifencenter. Also man kann sich hier neue Reifen draufziehen lassen zu relativ vernünftigen Preisen. Costco hat, wie gesagt, anders als die Metro, ist nicht nur für Selbstständige, komm, ich stelle mich jetzt einfach mal hier hin, ist nicht nur für Selbstständige, sondern für alle Leute, die halt diese Club-Membership, die Club-Membership bezahlen, die kostet 110 oder 120 Dollar im Jahr. Und anders als ich in meinem vorherigen Video fälschlicherweise gesagt habe, nehmen die nicht ihre Gewinne zu 100% über diese Mitgliedschaft ein, sondern zu 80% immerhin. Also nur 20% des Gewinns wird wohl über die Waren gemacht bei Costco. So, ich habe mal die Kameras gewechselt und zwar von meiner Billigkamera, die ich da oben rauf gemacht habe an den Truck, zu meiner GoPro-Kamera. GoPro Hero 5, falls es jemand interessiert, man muss ich mal wieder waschen, die Kamera. So, wir gehen jetzt rein zu Costco, wie gesagt, der weltweit zweitgrößte Einzelhändler direkt nach Walmart. Genau. So, ich habe ein bisschen weiter weggeparkt diesmal, damit wir hier nochmal einen Blick auf das Tire Center werfen können. Die typische Costco-Filiale hat 14.000 Quadratmeter Fläche und relativ wenig Produktauswahl dafür. Also das Konzept ist eher so in Masse zu kaufen und die Produktauswahl umfasst nur Durchschnitt pro Warenhaus 4.000 verschiedene Produkte im Vergleich zu einer typischen Walmart-Filiale, die etwa 14.000 verschiedene Produkte hat. Also deutlich mehr, sorry. Und ja, Costco Wholesale, das nennt sich halt Wholesale. Wholesale ist Großhandel, kann man so übersetzen. Also wie gesagt, ein bisschen wie die Metro, nur dass man halt eben diese Mitgliedschaft braucht, aber jetzt nicht selbstständig sein. Ich brauche eben meine Mitgliedskarte. Tada! Ich hoffe, man hat jetzt nicht meinen ganzen Namen mit Nachnamen gesehen. Und nehme mir eins von diesen dieser kleinen Auswahl einen Einkaufswagen. Ich weiß nicht, ob man die schiere Masse an Einkaufswagen jetzt hier so überblicken kann. Da hinten, wie gesagt, nochmal die Tankstelle. Haben wir eben schon drüber geredet. Okay, ich nehme einfach mal dabei. So. Los geht's. Zeitschrift ist hier drin.
Hier chillen die Mitarbeiter so ein bisschen ab, wenn sie Pause haben. Am Eingang wird eben kontrolliert. Thank you. So, am Eingang wird kontrolliert, ob man so eine Karte hat. Als ich das erste Mal in meinem Leben in einem Costco war, in Massachusetts, oder war es New Hampshire, egal, wusste ich nicht, dass man da Mitgliedschaft braucht. Bin einfach reingelaufen, hat keiner kontrolliert und hab dann munter eingekauft, war an der Kasse und die meinten dann, your membership card please. Und ich so, was? Membership card? Und mir hat dann Gott sei Dank ein anderer Kunde, dass er irgendwie so, no thank you, Cashback. Also die wollen mir die Citibank-Karte andrehen, die Kreditkarte, die ich im, hier werden Sachen verkostet. Bisschen Sensory Overload hier gerade. Diese Kreditkarte von der Citibank, die habe ich theoretisch auch, aber ich habe sie nie aktiviert. Und man hat hier halt einfach wahnsinnig viele Kreditkarten und ich habe keinen Bock auf noch eine weitere. Hier ganz kurz nochmal Blick aufs Fotocenter. Man kann hier Fotos entwickeln lassen oder so Tassen bedrucken oder so. Ne? Augenarzt gibt es da drin, Eye Exams, also man kann sich die Augen untersuchen lassen und sich eine Brille verschreiben lassen. Also das ist hier so ein bisschen die Technik-Ecke. Hier werden Pflanzen verkauft, aber auch saisonal nur. Also im Winter gibt es hier keine Pflanzen. Warte mal, ich stecke hier mal diese Karte weg wieder. Hier werden so ein bisschen Schmuck und Uhren verkauft. Kühlschränke. Ja, Kühlschränke. Geschirrspüler. Kindersitze. Hier habe ich auch für meine Kinder mal einen Kindersitz gekauft. Die haben halt relativ viele Non-Food-Items. Aber auch sehr viel an Lebensmitteln und das ist es auch, was ich hier heute kaufen werde. Gartenmöbel, Möbel. Man kann für sowas auch echt viel Geld ausgeben. Ne? Also es erstaunt mich, was teilweise die Amis, ohne mit der Wimper zu zucken, für so Gartenmöbel ausgeben. Ne? Also dieses Ensemble hier kostet $2,500 plus Tax. Also auch sowas ist Sales Tax. Das heißt, da ist man dann bei ja, 2.750 etwa. Wenn man es dann kauft, so out the door. Und die Amis mögen natürlich auch irgendwie so ihren, so dieses krasse Garten-Grill-Party-Ding. Ich meine, hier die Tommy Bahama, der 100 Quart, also etwa 100 Liter, 96 Liter, ich habe es letztes Mal falsch gesagt, 96 Liter Rolling Wood Cooler. Also wenn es normale Kühlbox nicht mehr macht, dann nimmt man einen rollenden Holzkühler. So, mir fällt es immer sehr schwer, Sachen so ins Deutsche zu übersetzen. Andersrum fällt es mir so ein bisschen leichter. Klamotten kann man hier kaufen. Ich weiß nicht, die haben keine Umkleidekabinen. Ich weiß nicht, wie die Leute das machen. Wahrscheinlich kaufen sich die Sachen und tauschen die dann wieder um, wenn sie nicht passen. Levi's 505, $25. Klamotten sind definitiv billiger in den USA als in Deutschland. Blumen kann man kaufen. Generell ist und manchmal auch verwirrend, weil die Warenhäuser auch gespiegelt sind teilweise. Also das ist in der einen Filiale ist alles auf der Non-Food und so auf der einen Seite und in der anderen Filiale ist es auf der anderen Seite. Ich gehe nochmal wieder kurz zurück auf diese Seite. Scheiße, wenn ich hier mal einen Gang finde, wo man so durch kann, ohne dass das nervig ist. So, hier. Völlig unspannende Ecke, tut mir leid. Handtücher, Betten. Was Langweiligeres an Ware kann es, glaube ich, nicht geben. Hier musst du schon mal wieder... So ein bisschen maskuliner oder auch femininer, egal. $550 für einen Power Generator. Das ist so für die Prepper unter den Amerikanern. Nein, also die Amis scheint auf so Power Generator zu stehen. Hier ist ja auch so ein bisschen noch mehr mit, insbesondere Kalifornien, so mit Outdoor Living und so. Ne? Also solche Produkte, keine Ahnung, ob das so groß in Deutschland ist, gibt es hier echt viel. Also Zelt für $100, Schlafsack, krasser Igloo, Cooler für $70. So ein bisschen Home-Zeug gibt es hier, LED-Lichter, habe inzwischen auch mein gesamtes Haus umgerüstet, unser Haus auf LED-Lichter, Storage-Boxen, Handtücher, also hier gibt es ziemlich viel an so Auto-Ware, ja, Motoröl, wer auch immer seinen Ölwechsel selbst macht, beim Motorrad mache ich einen Ölwechsel selbst. Das Ganze ist so aufwendig, ist auch relativ einfach zu machen. Beim Auto mache ich es nicht selbst. Da fahre ich dann zu Jiffy Loop. Also Jiffy heißt schnell und Loop heißt so Ölen. Also Jiffy Loop, schnelles Ölen. Na egal. Handschuhe, die habe ich auch zu Hause, sind sehr geil. LED-Lights habe ich auch in unserer Garage installiert. Und diese Dinger. Ich habe, wie gesagt, alle
Overhead Lights, das kennt man in Deutschland, also das kennen, ich weiß das alles auch nicht mehr, aber in Deutschland ist das wahrscheinlich auch nicht so häufig, dieses Recessed Lighting, also dass du halt so diese Lichter in der Decke hast, was hier vielleicht auch irgendwie erst, weil durch diese durch die Drywall, also diese Pappwände, hast du Gipswände, hast du halt sehr viel so abgehängte Decken natürlich. Okay, Duschkopf. Das ist ja auch übrigens so ein Ding hier, was die durchschnittliche, inzwischen verbessert sich so ein bisschen, aber die durchschnittliche Dusche in den USA, also insbesondere im Hotel, also wenn ihr mal in den USA im Hotel wart, ist echt zum Kotzen. Da hast du dann nämlich nicht so einen Duschbrauseschlauch oder so, wo du dich so abspülen kannst, sondern da hast du dann nur so ein Ding, was aus der Wand oben guckt und das dann vielleicht auch noch irgendwie so einen fürchterlich verkalkten Strahl hat und so, wenn das ganz schlimm läuft, wenn ihr Motel 6 seid oder so, was ich nicht empfehlen kann. Kannst du sowas austauschen, dass du halt dann dieses Ding an der Wand rausschraubst, den Duschkopf, der da so rausguckt. Hier oben sieht man es ein bisschen. Und dann dieses Ding raufschraubst, was halt so einen Schlauch hat mit dem Duschkopf, wie man ihn in Deutschland kennt. Wie gesagt, mir ist es schleierhaft, wie die Amis das mögen können, sich zu duschen, wo sie keinen abnehmbaren Schlauch haben, dass du dir irgendwie nicht mehr so abspülen kannst oder so, kannst du vergessen, ne, mit diesen anderen Dingern. Das gleiche auch in der Badewanne. Also ich frage mich, wie die Badewanne sauber machen. Ventilatoren ist auch ein großes Ding in den USA. Also wir haben die alle rausgerissen. Wir haben noch einen im Wohnzimmer zu hängen. Aber den Rest haben wir alles rausgerissen. Hier in jedem Haushalt Ventilator an der Decke. Also sofern die Decke hoch genug ist. Manchmal ist sie auch so niedrig, dass ich bin so 2 Meter groß, dass ich dann da so gegenlaufe gegen den Ventilator. Ich weiß aber schon Bescheid. Die Liquor-Ecke. Also Liquor ist halt Spirituosen, harter Alkohol. Ich muss aber bemängeln, dass hier gibt es so lustige Sachen, ne? Brandy, okay. Eine Hundeform. Oder nee, was soll das sein? Gibt es wahrscheinlich auch in Deutschland. Ich muss auch der Tequila-Stiefel. Ich muss auch sagen, dass ich hier bei der Alkoholauswahl bemängel. Ich bin eher so ein Rum-Typ. Also ich bin ein Rum-Konnoisseur und fange gerade erst an, mich so leicht in Whisky reinzutrinken. Aber wer auch immer bei Costco den Alkohol einkauft, scheint kein Rum-Fan zu sein, aber nur auf Whisky zu stehen. Und bei Rum, also die haben vielleicht noch ein, zwei andere Rums. Und hier ganz fürchterlich, Bacardi, ganz fürchterlich, könnt ihr nicht trinken. Also wenn ihr irgendwie mit die Gelegenheit, wenn ihr rumtrinken wollt, nicht der weiße Bacardi ist das Schlimmste. Ich mache mich immer drüber lustig, so irgendwie mit meiner Frau, wenn man irgendwo hingeht so und dann, was denn am besten mit dem weißen Bacardi? Das ist ganz fürchterlich. Also Captain Morgan geht da noch einigermaßen, ja, also, aber gut, ich will das jetzt hier nicht über Kirkland Spice Rum. Kirkland ist im Übrigen die Eigenmarke von Costco. Hier kommt der Name immer nicht. Costco ist, wie gesagt, der zweitgrößte Einzelhändler der Welt und der größte, haltet euch fest, der größte Weinhändler der Welt. Ja, also Umsatz, der größte Weinhändler der Welt, der fucking Welt, ist Costco, dieser Laden. Die haben 770 Filialen, davon sind 513 in den USA, 100 in Kanada, ein paar in Mexiko. Ich war auch schon mal in Mexiko drin, meine Karte geht da auch. Die Mitgliedschaft gilt weltweit, soweit ich weiß. Und die einzige Location, die in der Nähe von Deutschland ist, ist in United Kingdom, Frankreich, Spanien und Island. Kommen wir so in diesen frischen Bereich rein. Und hier kaufe ich dann auch gleich erstmal mein erstes Item. Da. Tomaten. Sorry. Okay. Und Bananen. Ich kaufe immer Bananen. Ne? Wenn ich euch hier mitnehme, kaufe ich immer Bananen. Versuche meine Kinder dazu zu kriegen, mehr Bananen zu essen. Und diese Tomaten sind nicht schlecht. Die kosten 5,99. Ich kaufe sie trotzdem. 5,99. So, und gehen wir weiter. Wenn ihr in Kalifornien seid, ist ein heißer Tag und gut, ihr habt keine Mitgliedschaft dann. Also, okay. Gibt's hier ein Kühlregal? Hier ist richtig scheiße kalt drin. Also hier im Sommer ein T-Shirt reingehen ist voll die Kneippkur. Und hier kaufe ich Mohrrüben, Carrots, 10 Pfund,
Also 5 Kilo knapp, 4,45 Kilo. Vielleicht kaufe ich noch ein paar Paprika. So ein bisschen was Gesundes. Also die sehen nicht mehr so ganz gut aus. Vielleicht so weiter hinten dran gehe. Ich bin ja hier als sehr großgewachsener Deutscher, bin ich ja halt auch, habe ich manchmal das Gefühl, ich komme hier an so Sachen ran, an die andere im Einzelhandel nicht rankommen. Im Durchschnitt die Amerikaner oder die Leute, die hier leben, halt sehr klein sind, sehr klein. Also du hast halt sehr viele Mexikaner hier, die sind extrem klein. Also teilweise absurd klein, muss man so sagen. Sicher, auf die innere Größe kommt es natürlich an. Und dann hast du die Asiaten, ne? Also da wissen wir ja auch, wie es mit der Größe da aussieht. Achso, man kann sich hier auch, ja, also wie bei Safeway auch, in meinem vorherigen Video, kann man sich hier so einen Kuchen machen lassen. So eine riesen, krass scheiße riesige Torte, ja, ist jetzt auch nicht gesund. Also ist jetzt nicht irgendwie, das kostet 17, 19 Dollar, hat mal 16 gekostet, okay. 19 Dollar für eine fast 5 Kilo Torte. Ja, da kriegt man ungefähr 500 Kinder satt bei der Party mit. Na, ich übertreibe, aber so ungefähr. Ja, Brötchen kann man hier eigentlich vergessen, so wie immer. Also man kann mit sehr viel gutem Willen, könnte man sich halt so ein Brot hier kaufen und das halt so einigermaßen essen. Das Problem ist jetzt allerdings nur mit dem Brot, dass Cookies, riesige Auswahl an Cookies, bin ich nicht so ein Fan von, aber okay. Das Problem ist mit dem Brot aber auch, dass es keine richtige Aufschnittkultur hier gibt. Also in Deutschland, also ich bin in Berlin halt gewohnt und da läuft man dann irgendwie auf seinem Weg von der Arbeit nach Hause irgendwie an 3 Aldi-Filialen, einem Lidl und 5 Bäckereien vorbei, so ungefähr. Und hier, ja, muss man irgendwie so ein bisschen auf Vorrat kaufen. Und wie gesagt, die Aufschnittauswahl ist recht bescheiden. Hackfleisch en masse, das ist hier der Augenschmaus für jeden Veganer. Aber es wird noch schlimmer. Pass auf. Veganer, bitte skip forward to 12 minutes 30. Nee, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Ja, hier sind riesige Fleischmengen drin. Leider ist es auch ein bisschen schwierig, deswegen muss ich hier auch immer zu so verschiedenen Geschäften gehen, dass es alles hier so in riesiger Masse gibt. Also man kann bei Costco definitiv was fürs Abendbrot einkaufen, aber man sagt, ach, lass uns mal heute Spaghetti Bolognese machen. Ja, habt ihr gesehen, riesige Hackfleischmengen nur, ne? So, hier gibt es berühmt-berüchtigt die Rotisserie Chicken, die guten Ostberliner Bräuler. Die sind auch gar nicht so schlecht, wobei ich weiß, dass ökologisch natürlich egal, das ist ein Huhn für 5 Dollar zu kaufen. Das ist auch echt unerreicht überall anders im Einzelhandel. Die berühmten Costco Grillhühnchen für 5 Dollar das Stück. Die sind auch echt, die sind echt schwer, die sind echt groß, die Teile. Ich will es jetzt nicht kaufen. Aber es ist der Hammer. Also, ja, Massentierhaltung und so. Lass es jetzt mal hier nicht den Spaß verderben. Sorry, ich kann mich nicht entscheiden. Also hier geht es weiter. Hier gibt es halt Lachs. Preis pro Pfund. 25 Dollar, so ein riesiges Lachsstück. Aber okay, hier gibt es Huhn zu kaufen. Das haben sie halt sortiert nach Poultry, also nach Geflügel. Das ist alles hier so in diesem Regal. Kleines Ding am Rande. Das hier steht da immer drauf, no hormones added. Es ist in den USA nicht erlaubt, generell, egal ob organic oder nicht, Hormone zum Essen dazu zu machen. Zum Geflügel dazu zu machen. Beim Rindfleisch und beim Schweinefleisch ist das erlaubt. Darf dann natürlich nicht mehr Organic genannt werden, aber das ist erlaubt. Und beim Geflügel ist es grundsätzlich nicht erlaubt. Deswegen habt ihr auch so das mit diesen Chlorhuhn und so, ne? Dass die das so ein Chlor abbaden hinterher. Was ich jetzt persönlich nicht so schlimm finde. Im Trinkwasser ist auch Chlor drin. Also hier riesiger Garnelensack für 40 Dollar. 15 Dollar Tüte Shrimps, Meeresfrüchte. Hier wird immer verkostet, also hier stehen halt immer Leute, die verkosten so verschiedene Produkte, Käseregal. Ist halt auch entsprechend teuer, ne? Also wie gesagt, wenn man zu einem Aldi in Deutschland geht, da kriegst du irgendwie ein Käsestück, ist dann vielleicht kleiner als das hier für irgendwie, keine Ahnung, 3 Euro, 2 Euro, 1 Euro und so, 9,15 Dollar. Gut, immerhin 500 Gramm, aber trotzdem, ist krass. Würstchen. Gut, hier waren wir gerade schon. Aber Hummus ist hier definitiv extrem verbreitet.
genauso wie Schweinefleisch nicht so verbreitet ist. Also das meiste, was hier konsumiert wird in den USA, ist Geflügel, by far, also ich weiß die Zahlen gerade nicht. Und sowas wie das, Salami aus Schwein, ist extrem selten oder nicht so verbreitet. Extrem selten ist übertrieben. Und das meiste, was in Deutschland auch irgendwie Schwein mit drin hat, also zum Beispiel Hackfleisch oder so, ist alles Rind. Komplett 100% Rindfleisch. So, gehen wir mal weiter. Das geht hier gerade nicht so voran. Kimchi. So ein anderes Ding. Weiß nicht, kannte ich aus Deutschland nicht. Kimchi. Sauerkraut. Jawohl, mein Herr. Okay. Ja, das gibt es aber auch recht häufig. Das ist keine Überraschung. Für mich nicht jedenfalls. Also Kimchi ist so ein koreanisches, ich habe ja erzählt, kein Müll hier, koreanisches Essen. So eine Beilage, glaube ich. Egal, also wird hier halt auch relativ häufig verkauft. Hier sind so ein paar indische Sachen, so ein indischer Reis, Chicken, Coconut Curry und so weiter, so ein bisschen die indische Ecke. Hier geht es gleich über in die mexikanische Ecke. Also das sind hier Tamales. Guck's nach, ich kann es jetzt nicht alles erklären. Und oh, selten Pork hier, Schwein. Und Barbacoa ist Rindfleisch, so slow-cooked, also im Schongarer, der Slow-Cooker. Übrigens mein Lieblingsküchengerät, muss ich mal so sagen. Slow-Cooker, Schongarer, kann ich nur empfehlen. Gekocht und so geschreddet. Carnitas, das ist auch Pork. Also bei den Mexikanern ist Pork so ein bisschen verbreiteter. Bei den Asiaten auch total krass, aber hier jetzt nicht so. Tofu, Potatoes, oven roasted Potatoes, Beef Meatballs. Kartoffeln sind im Übrigen generell in den USA auch so ein bisschen eine Katastrophe. Also, eher Katastrophe nicht, aber es ist sehr schwierig, vernünftige Pellkartoffeln zu finden. Also die Kartoffeln hier sind eigentlich eher so gemacht für... okay. Ich habe jetzt meine veganen Subscriber verloren. Also Kartoffeln sind hier eher gemacht für so Pommes und so. Also wenn du so Pellkartoffeln oder sowas machen willst, good luck with that. Also da muss man echt lange suchen, bis man sowas findet. Pete's ist halt sowas wie Starbucks. Ist, ich glaube, California-based. Ist eine Kette. Und die verkaufen auch, genau wie Starbucks, einzelne Cups. Diese, ohne jetzt in eine Diskussion verfallen zu wollen, aber diese K-Cups finde ich auch relativ krass immer, so umwelttechnisch. Gibt es hier in allen möglichen Sorten, von der San Francisco Bay, hat auch so eine lokale Kaffeefirma. Clam Chowder, das würde ich übrigens auch empfehlen, wenn ihr mal in San Francisco seid. Oder auch Monterey gibt es das auch, also ist halt Clam Chowder. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt die vom Costco, aber, sondern wenn ihr das irgendwo kriegt, also so im Brot, so ein aufgeschnittenes Brot. Und San Francisco Walk, siehst du, die Touristenhölle in San Francisco. Und da gibt es dann halt in so einem knusprigen Sauerteigbrot, also knusprig, okay, gibt es halt so eine Clam Chowder, also eine Klammernsuppe. Nein, was heißt denn Clam nochmal? Eine Muschelsuppe, wenn man das jetzt so sagen kann oder so übersetzen kann, 1:1. Hier weitere asiatische oder asiatisch angehauchte Produkte. Die Authentizität kann ich jetzt nicht so richtig beurteilen. Krasse Mengen an Plastik- und Einwegbesteck. Also die Amis, überrascht jetzt wahrscheinlich auch keinen, verwenden das recht viel. Die Deutschen aber auch. Also wer im Glashaus sitzt, sollte nicht einen Stein werfen. Die Babywipes kaufe ich auch mal, sehr gut. Wenn man einmal sich daran gewöhnt hat, Babywipes zu benutzen, benutzt man sie auch jahrelang weiter, ohne dass man Babys hat, die jemand den Hintern abwischen muss. Hier vielleicht auch noch zu erwähnen, dieses Regal. Hier gibt es halt so Sachen, die man so selbst im, so auf, also direkt essen kann. So Party-Zubehör sozusagen. So irgendwelche Rollen. Ja, so Lasagne oder sowas kann man hier so aufbacken. Pizza kann man hier mitnehmen. Gibt es aber auch vorne. Wir gehen nochmal am Food Court vorbei. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Macaroons. Ich weiß nicht, ob die in Deutschland auch so angekommen sind. Ich finde die ja sehr geil persönlich, sind leider aber auch recht teuer, $16 so eine Packung. Also generell teuer, nicht nur hier. Hier sind sie wahrscheinlich günstiger. So gehen wir mal weiter hinten in die hintere Ecke, wo das illegale Zeug verkauft wird. Nein, kleiner Scherz. Wo Toilettenpapier und sowas verkauft wird. Achso, hier vielleicht sollte man das auch noch erwähnen, Dairy, also hier ist halt so noch ein weiterer Kühlschrank. Ja. Hundefutter in Großmenge.
Forklift, Gabelstapler. So, Toilettenpapier kaufe ich jetzt nicht, aber ich habe letztens schon Toilettenpapier gekauft, musste meine Bank anrufen, um das Kreditkartenlimit zu erhöhen. Nein, kleiner Scherz. Kreditkartenlimit hat man hier, wenn man einen einigermaßen vernünftigen Credit Score hat, in absurd hohen Mengen. Also ich habe, glaube ich, mein persönliches Jahreseinkommen. Sorry, ist ein bisschen laut, gerade einer vorbei. Das ist hier so die Lage. Sorry, ist ein bisschen laut. Also Kreditkartenlimit habe ich ungefragt, glaube ich, insgesamt, wenn ich alle Kreditkarten zusammenzähle, in etwa Höhe meines Jahresgehalts oder so. Also das Kreditvergabe ist hier total krass, total anders als in Deutschland. Es ist ja auch, je mehr Kreditkarten man hat, desto besser ist die Kreditwürdigkeit. Genau andersrum als in Deutschland. Toilettenpapier, zurück zum Einkauf. Toilettenpapier, absurd teuer. Also man müsste jetzt ein Excel-Sheet machen, um genau zu vergleichen, ja? Weil es gibt ja verschiedene Rollengrößen, verschiedene Lagen. Also das ist jetzt zweilagig, two-ply, zweilagig. Und hier steht es auch nochmal, two layers. Und 30 Rollen. Und dann müsste man jetzt ganz genau ausrechnen, was da jetzt genau welche oder wie viel kostet. Kann man eine Wissenschaft draus machen? $17, ja. Küchenrollen, $16.50. Plus Tax, 10%. Das ist hier im Sale, Charmin. Aber gute Marke, also gute softes Zeug. Ich kann es nur empfehlen. $18. $24. Windeln, da bin ich Gott sei Dank raus, also aus dem Thema. $30, eine Packung mit 116 Windeln drin, 3T bis 4T, also sind Jahre. Toddler, T für Toddler, das sind ja auch die Kleidergrößen hier in den USA. 4T ist halt ein Vierjähriger, 5T ist für einen Fünfjährigen. Kirkland Eigenmarke auch hier, die habe ich jahrelang gekauft, entsprechend mit Kindern, ja, keine Überraschung. Ja gut, Wasser, okay. So, hier gibt es noch so ein bisschen, sorry, ich habe so ein bisschen einen Schnupfen leider, ich muss hier mal schniefen. Sorry, es tut mir leid. Also hier sind halt Küchenrollen, Alufolie, so ein Zeug, Hundefutter, Küchenrollen, also Müllbeutel. Wie gesagt, mein Deutsch ist leider so ein bisschen am Arsch. Also manchmal kommen mir da deutsche Begriffe in den Sinn, manchmal der englische. So, hier geht es halt weiter mit Geschirrspülmittel, Waschmittel. Waschmittel. Sorry, ist nicht viel zu sagen. Außer, dass das Waschmittel ist. Mr. Clean übrigens, ne? Meister Popper. My brother from another mother. Nein, so ungefähr. Ich habe leider nicht so viel Muskeln mehr. Mr. Clean, ne? Meister Popper ist hier Mr. Clean. Genauso wie, ich wusste nicht, so deutsche Marken, wo man halt so sagt, ja, die Sensodyne Zahnpasta, das ist Sensodyne. Ne? Sensodyne. Oder Colgate, ja, das ist Colgate. Colgate ist ein amerikanisches Produkt. Egal, ihr könnt auch Colgate weiter sagen, ist mir egal. Ich meine halt nur, das überrascht einen dann mal irgendwann. Ich muss leider gestehen, wahrscheinlich kriege ich jetzt Hate-Kommentare, dass ich die auch mal ganz gerne benutze. Einweg Auflaufform. Ich Sünder. Sehr billig. 7,69 für 30 Stück. Hier wird einem das Umweltsündigen leicht gemacht. Aber egal, ich will nicht noch mehr USA-Hass schüren, den man manchmal spürt, wenn man irgendwas auf Facebook postet zu einem Thema. Und dann kommen gleich irgendwelche Leute und sagen, ist ja alles scheiße bei euch. Ihr seid ja auch alles Arschlöcher. Naja, so ungefähr. Egal. Was auch krass ist, das nehme ich mir übrigens, sorry, habe ich mir seit bizarrerweise, warum auch immer, macht keinen Sinn eigentlich, aber ich habe es nur seit Jahren aus Deutschland mitgebracht und nicht hier gekauft, sind solche Sponges, so Schwämme, solche Reinigungsschwämme. Also das kostet jetzt $13, 21 Stück. Jetzt in the big picture, ne, ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen muss, die muss ich aus Deutschland mitbringen, aber die kann man relativ leicht einpacken in so einen Koffer, weil die nichts wiegen. Und auch so soft sind, also man kann die so zusammendrücken. Und deswegen nehme ich aus Deutschland immer, also inzwischen nicht mehr, ich habe so viele leider mal mitgenommen, diese Dinger mit, also diese Schwämme, weil die irgendwie absurd wenig kosten in Deutschland und hier verhältnismäßig viel. Aber es gilt ja für alle anderen Waren, also insofern, ja. Also wie gesagt, ungefähr 4000 Artikel in diesem Warenhaus.
Costco ist eine AG, also ist publicly traded. Die machen Jahresumsatz von 140 Milliarden Dollar und machen einen Gewinn von 3,1 Milliarden. Diese ganzen Sodas hier, also diese ganzen Sodas, wie nennt man das auf Deutsch? Also diese Getränke, diese Zuckergetränke, sind, und das kann man hier vielleicht nochmal kurz herausstreichen, sind halt mit High-Fructose-Kornsirup. Und selbst die Amis finden das mittlerweile scheiße. Das liegt eigentlich nur daran, es ist nicht irgendwie besser, es soll ein bisschen schlechter sein, aber da kommen wir leider so ein bisschen in diesen Esoterik-Bereich fast rein. Also keine Ahnung, also die Leute sagen, es ist nochmal schlechter als Zucker. Und alles, was man hier so zieht oder aus diesen Automaten im Restaurant zieht, das ist alles mit High-Fructose-Kornsirup anstatt Zucker. Man schmeckt keinen Unterschied, also kann mir keiner erzählen, dass man einen Unterschied schmeckt. Aber es soll noch schlechter sein und das ist der einzige Grund, warum das hier ist, was die Maisindustrie halt hier so groß ist, also die Agrarwirtschaft, die Mais produziert, dass das halt irgendwie subventioniert ist und deswegen billiger für die Hersteller zu nehmen ist als Zucker. Das hier ist aus Mexiko importierte Cola, deswegen hat hier auch diese Nutrition Facts, diesen Aufkleber hier so draufgeklebt, oh Gott, 150 Kalorien, hier raufgeklebt auf diese Flasche, weil die halt importiert ist aus Mexiko. Coca-Cola auf Mexiko, made with pure cane sugar. Zweiter Unterschied zu Deutschland, cane sugar und Rübenzucker. Der Zucker in Deutschland ist, soweit ich weiß, hauptsächlich Rübenzucker. Und hier ist der Zucker halt Rohrzucker, cane sugar. Also ist nichts Besonderes, wenn ihr wohl cane sugar hört, lest, Zuckerrohr, cane, Rohr oder Stock. $35, 24 Red Bull. Ja, trinke ich alles nicht, den Scheiß. Also, so, hier kommen wir jetzt mal zu diesen Kühlschränken. Und leider räumen sie das Zeug ab und zu mal alles so ein bisschen um bei Costco. Also es ist halt irgendwie so eine Lagerhaltung eher, wo so ein bisschen irgendwie, ich weiß es nicht ganz genau, wo halt das Zeug irgendwie mal so rumgeräumt wird. Und als Kunde ist das ein bisschen frustrierend, wenn die Waren halt woanders sind. Also bis vor einem Jahr war der Kaffee hier zum Beispiel und die Cerealien woanders. Und da muss man halt immer wieder alles suchen und der Einkauf dauert dann irgendwie so gleich 20 Minuten länger. Oatmeal, witziger Unterschied auch noch. In Deutschland kennt man Haferflocken, ja irgendwie nur so in dieser Köln-Haferflocken-Variante. In den USA unterscheidet sich das zwischen Steel-Cut Oats, soll gesünder sein noch etwas besser, was irgendwie diese Pflanze oder das Getreide halt irgendwie, es sieht anders aus auch, so schneidet in so Stücke. Also es wird nicht gepresst oder sonst was, es hat Steel-Cut, das muss man kochen. Hier, ready in 7 minutes, muss man irgendwie aufkochen. Und dann gibt es halt häufiger noch Old-Fashioned Oats, das kann ich jetzt hier nicht zeigen, das ist kein Bild von, das ist jetzt halt schon aufgeweicht, das sind halt so gewalzte, plattgedrückte Dinger, die sind halt ein bisschen leichter zu machen. Das Ganze gibt es dann nochmal in so Packs, die man in die Mikrowelle machen kann, also ein bisschen Milch draufkippen und dann in der Mikrowelle warm machen. Die Cerealien, der Cerealiengang hier. Hier gibt es diese ganzen Tiefkühl-Nuggets, Chicken, Fisch. Oh, thank you. Okay. So. Hier wird wieder was verkostet. Chicken Patties. Oh, I'm okay, thank you, I'm okay, thanks. Ich habe jetzt gerade irgendwie nicht so Bock drauf, ist so ein Chicken Patty. Hier gibt es weiter Potstickers. Ist auch recht aufwendig, muss man in so einer Pfanne machen. Mini-Tacos, Mandarin, Orange Chicken. Fried Rice. Also hier sind diese ganzen Tiefkühlgerichte im Endeffekt. Was ich häufiger mal kaufe, sind halt Fischstäbchen. Fischstäbchen. Schön mit Mikroplastik drin wahrscheinlich. Ja. Genau. Ah ja, das ist definitiv auch mal auf meiner Einkaufsliste drauf. Pasture, also hier ist das... ist das nicht das normale Ei, 3,79 für 24 Stück und hier ist 24 Stück für $7,49. Das sind aber auch, bei Eiern lohnt sich das, glaube ich, tiefer in die Tasche zu greifen. Das sind halt Pasture-Raised Organic Eggs, also Bio-Freilandeier. Ja, ich habe es übersetzt. Oh, scheiße. Ich habe es übersetzt gekriegt. Bio-Freilandeier. Ich kaufe gleich zwei davon. Sieht jetzt ein bisschen übertrieben aus. Vogelscheiße drauf auf dem. Man hat ja gewisse Ansprüche. Okay. Und da gibt es ein bisschen Eis zu kaufen.
Spam. Ah nee, ist kein Spam, sorry. Aber Spam gibt es auch, muss ich ja verstehen. Das kennt man vielleicht auch aus England. Das Fleisch in Dosen. Spam. Gehen wir hier nochmal lang. Sorry, diese Kopfhörer rutschen so ein bisschen hier raus immer. Ich habe das halt, benutzt die Dinger halt mal, um es mal auszuprobieren. Und dann denken die Leute auch eher, ich telefoniere. Also ich muss auch dazu sagen, dass ich jetzt hier so filme, ist halt so eine gewisse legale Grauzone. Also man darf es machen grundsätzlich in den USA. Diesen Kartoffelsalat, das kriegt man hier auch relativ selten, dass man Kartoffelsalat findet, der so ganz vernünftig ist. Ich kaufe den jetzt nicht, ich versuche gerade abzunehmen. Kartoffelsalat würde da jetzt nicht helfen. Also wie gesagt, San Francisco Potato Salad, der ist ganz gut, kann ich empfehlen. Und Macaroni-Salat, weiß ich, bin ich jetzt nicht so der Fan von persönlich. Also wie gesagt, so eine gewisse legale Grauzone insofern, als dass es völlig erlaubt ist, zu filmen oder zu fotografieren auf der Straße. Also ist anders als in Deutschland. Ich kann jeden fotografieren. Also es gibt ja auch bei der Fotografie das Genre Street Photography. Und das ist, wie gesagt, ist legal hier. In Deutschland ist es ja so ein bisschen problematisch. Da darf man nur zu so Gruppen von, gemeinhin angenommen 5 Leute oder mehr filmen oder fotografieren gezielt. Also wenn jetzt man einfach nur eine Straßenaufnahme macht, ist das, glaube ich, kein Problem. Aber wenn man so gezielt irgendwelche Leute fotografiert oder so, das ist in Deutschland nicht erlaubt. Hier ist es erlaubt, also ist kein Problem. Aber wo wir jetzt in diese legale Grauzone kommen, ist, also nicht legal eigentlich, aber dass ich jetzt hier auf dem Privatgelände bin. Also grundsätzlich ist es jetzt auch kein Problem, ist jetzt keine Expectation for Privacy, also ist jetzt keine Erwartungshaltung, dass hier eine Privatsphäre herrscht. Also wenn ich jetzt so ins Wohnzimmer von irgendwem reinlaufen würde, ohne dass der es wüsste, wäre natürlich ein Problem, keine Frage. Aber jetzt hier in so einem Supermarkt ist es jetzt auch kein Problem, also den Gesetzgeber würde es nicht interessieren. Der Einzige, der da ein Problem mit haben könnte, wäre wahrscheinlich Costco. Ich weiß nicht, kommt drauf an. Also vielleicht sehen wir es mal an der Kasse. Da werden die wahrscheinlich sehen, dass ich filme. Keine Ahnung, was sie sagen. Aber normalerweise sind die Leute hier nicht so. Also die sind hier nicht so... Jetzt fällt nichts Wertfreies ein. Paranoid. Also sind relativ cool eigentlich drauf, was das angeht. Hier vielleicht nochmal der Kaffee aus der Dose. Ist fürchterlich, also meiner Meinung nach, ja. Also vielleicht findet ihr den geil, den würde ich nicht empfehlen, diesen Kaffee. Okay, fertig, Kaffee. Bei den anderen sind ein paar ganz gute dabei. Das Problem ist, ich habe vor ungefähr 2 Monaten mal so eine Tüte Kaffee gekauft. Und seitdem bin ich versorgt mit Kaffee. Alles, was hier ist, ist, ich glaube, ich habe diesen Kaffee letztes Mal gekauft. Der für 10,99 €. Und das ist alles entweder nicht ground, sondern Bohnenkaffee, ungemahlener Kaffee. Und vorne am Ausgang ist so eine Kaffeemaschine, so eine Kaffeemühle, da kann man dann die Sachen mahlen. Okay. Manchmal, meine Kinder mögen das, aber es ist halt ernährungstechnisch, es ist halt auch die totale Hölle, ist diese Lunchables. Ja, gut, so einen Scheiß gibt es natürlich auch in Deutschland, wahrscheinlich nicht genau das. Das kaufe ich jetzt auch nicht. Also hier ist halt irgendwie so ein komisches Paket mit krass Plastikmüll, wo halt irgendwie solche ungesunden Sachen drin sind für so Kinder, Lunchables. Es hat hier so ein bisschen extremer. Also entweder gibt es Leute, denen ist es scheißegal, also da essen die Kinder halt irgendwie den totalen Mist die ganze Zeit. Oder es gibt halt Leute, die übertreiben so total, so dass die Kinder welchen rohen Grünkohl, das hier das Ding, Kale, K-A-L-E, Kale, Grünkohl, roh essen und so. Cooking Spray, ich weiß nicht, kennt man das in Deutschland so? Ich bin nicht mehr up to date so richtig, ihr merkt es schon. Das ist halt so Spray, was nur so in die Pfanne sprüht. Ich habe so eine kleine Pumpflasche mir mal gekauft bei Amazon. Kann man viel Öl reinfüllen und so pumpen. Ja, das ist halt hier alles auch, wo so Leute mit Restaurants einkaufen gehen. Ne? Also ist alles hier in krassen Verpackungsgrößen, in krassen Mengen. Riesiger Beutel Zucker oder Öl in irgendwie 10 Liter Fass. Mal wieder diese Kassen Kaffee-Cups durch die teure Abteilung mit den Handtüchern. Sind wir schon gelaufen. Garlic Powder in 1 Kilo Fass. 500 Gramm wahrscheinlich. Ketchup. Auch lustig, was Heinz Ketchup Organic macht hier, ist, dass er nicht mit High-Fructose-Kornsirup ist, sondern mit Zucker. Also
Organic darf es nicht gelabelt sein. Also es gibt so ein Label hier, USDA Organic. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendeine legalen Berechtigung oder legale Konsequenz hat, wenn das einer raufdruckt, aber es ist halt so gemacht. Das ist halt Ingredients, Zutaten, ist halt hier mit Cane Sugar, Organic Cane Sugar. Nicht nur Cane Sugar, sondern Organic Cane Sugar. Bei dem anderen Ketchup, der nicht organic ist, ist halt High-Fructose-Kornsirup drin. Was es hier auch gibt, ist für so Hamburger oder so, ist dieses Sweet Relish. Das ist so eine gesüßte Gurkenpaste. Ansonsten die Gurken, die man so kaufen kann, also diese sauren Gurken, sind auch anders als in Deutschland. Die sind häufig mit Süßstoff und so, ein bisschen süßer. Ich finde die okay, meine Frau mag die nicht. Sweet Baby Ray's Barbecue Soße. Naja, kriegt man ja auch alles in Deutschland. Hier auch, hier sind, glaube ich, 500 Gramm Spaghetti, nicht 473 Gramm, siehst du? Organic Spaghetti, 500 Gramm, 17,66 Ounce. Ein 8-Pack für $10. Das ist so einigermaßen günstig. Und 500 Gramm. Ein Pfund, das macht total Sinn, das imperiale System der Maßeinheiten. Ein Pfund sind 16 Ounce. Also genau 16 Ounce. Halt in 16er Schritten geht das. Oder in 12er Schritten bei Fuß. Also ein Fuß sind 12 Inches. Genau. Ja, es ist das Gewürzregal. Kann man sich hier zu Tode würzen mit. So, ich laufe hier einfach mal durch die Gänge. Hier ist tatsächlich was ich wieder kaufen wollte. Ich kann auch noch mal meine tolle App-basierte Einkaufsliste bemühen. Hotdogbrot, Hamburgerbrot. Aber ich benötige Toastbrot. Was kaufe ich denn da? Ich kaufe das hier meistens. Hier gibt es ansonsten noch, das ist mir jetzt aber ein bisschen zu teuer, das kostet $8, das Killer Dave Spread. Das heißt Killer Dave's, weil David war im Knast vorher. Und er hat ein Brot rausgekommen. Frag mich jetzt nicht, wofür er gesessen hat. Also jetzt wahrscheinlich nicht für den Mord, also kein Killer. Aber er hat sich halt einfach Killer Dave gebrandet und genannt. Gebrandet. Ja, ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Und er ist halt, hat bestellt, beschäftigt Ex-Knackis, also Ex-Felons in seiner Brotmanufaktur. Ah, übrigens, das möchte ich ja auch nochmal. Sorry, jetzt habe ich mir den Kopfhörer rausgerissen. Das muss ich nochmal überdenken mit diesen Kopfhörern, aber egal, für diesen Einkauf ist es jetzt so. So. Ja. Leute bewegen sich ja auch mal sehr langsam. Also es gibt halt Nutella. Grüße aus dem indonesischen Regenwald. Und dann gibt es hier noch von Kirkland den Hazelnut Spread. Und die große Überraschung, tata, made in Germany. Warum auch immer. Und mit Sunflower Oil. Also nicht mit Palmöl, sondern mit Sonnenblumenöl. Kaufe ich immer das Zeug. Schmeckt, fand ich, fast genauso. Wobei man schon den Unterschied merkt zwischen Nutella und dem. Aber gut, ich konsumiere es eh nicht. Flüssige Schokolade. Ja, wie gesagt, hier in der Mitte gibt es halt Klamotten zu kaufen. Jetzt nichts Spektakuläres. Und nochmal durch diesen Gang durch. Trockenfrüchte. Goldfisch, da stehen Kinder hier auch mal drauf. Die sind auch so ganz okay eigentlich. Also die sind jetzt nicht so ganz krass mit Chemie vollgepumpt, die Dinger. Goldfisch sind so, vielleicht sollte ich das erklären. Das sind halt so Chips, also so kleine in der Fischform, so Goldfisch. Popcorn, die Amis stehen auf Popcorn. Leider gibt es hier wenig gesüßtes Popcorn. Also bei einem Amerikaner ist Popcorn in 99% der Fälle oder vielleicht 90 salzig. Ja. Warum auch immer. Ich stehe nicht so drauf. Auch krass hier in Seaweed Snacks. Das ist ja auch deutsche Besucher bei uns. Sind da auch mal überrascht drüber, über die Roasted Seaweed Snacks. Die kriegt man ja halt auch überall. Das ist der asiatische Einfluss hier. Achso, das wollte ich tatsächlich auch noch kaufen. Applesauce, das sind, also Applesauce ist Apfelmus. Ganz einfach. Keine Apfelsauce, sondern Apfelmus. Und die gibt es in so einem, auch wieder sehr umweltfreundlich natürlich, aber unter dem Tod muss man sterben, gibt es die in so einem Saugbeutel. Also kann man ohne Löffel raussaugen. Und dann kaufe ich mal wieder
für 6,99 Euro. Ach, das ist diese Madeleines. Ja, esse ich die wieder nur. Und hier, ha, Jelly Bellies. Wobei, ich verrate euch ein Geheimnis. Die könnt ihr auch bei Amazon.de kaufen. Habe ich gesehen. Jelly Bellies. 49 Flavors. Ich lese euch die mal alle kurz vor. Warte. Nein, kleiner Scherz. 13,99 Euro. Also Zuckerwaren gibt es ja recht günstig. Bin ich durch diesen Gang schon gelaufen? Kaugummis. Kaugummi-Auswahl übrigens auch deutlich besser in den USA als in Deutschland, muss ich sagen. Also irgendwas muss ja mal besser sein, was jetzt das angeht. Also nicht hier, nicht hier jetzt. Also das ist jetzt gerade recht schlecht für eine Auswahl. Aber generell, also die, wenn ihr in so einen normalen Laden geht, so Target zum Beispiel oder so, oder Walmart, und da in diese Kaugummi-Ecke oder in der Kasse, im Kassenbereich Kaugummi, ist deutlich mehr Auswahl. Und finde ich auch ein bisschen geiler. Also sie sind meistens etwas süßer gehalten und die Kaugummis an sich sind ein bisschen weicher. Was es hier auch gibt, ist dieses Jerky. You're such a jerk, man. Nein, das ist Jerky. Also das heißt, du bist so ein Arschloch, Mann. Das aber nicht. Jerky ist halt Trockenfleisch. Klingt jetzt auch nicht so geil, oder? Wenn man sagen würde, ey, kannst du mir mal ein bisschen Trockenfleisch mitbringen? So, echt, wieso? Willst du irgendwie um die Welt segeln oder was ist los? Und Trockenfleisch hier ist halt Jerky. Meistens Beef Jerky, hier drüben ist das Beef Jerky. Ist halt, wie gesagt, getrocknetes Fleisch, auch sehr teuer, weil sehr viel Fleisch gebraucht wird, um diese Menge zu erzeugen, da halt die Flüssigkeit dem Fleisch entzogen wird. Ja, Schokorosinen gibt es auch hier. Unter der Rubrik, ich würde gerne die ganze Packung auffressen, aber 5 Minuten auf der Zunge, 5 Stunden im Magen, 5 Jahre auf den Hüften. So, jetzt kommen wir nämlich hier, jetzt kommen wir in die geile Ecke. Also, nicht wirklich geil, aber die Medikamente. Also, die Amis stehen ja voll krass auf Vitamine und Zusatzstoffe. Es gibt Sachen, die sind nachweislich, helfen sie, so wie Zink zum Beispiel, also um das Immunsystem zu stärken. Und der Rest eigentlich nicht. Und das meiste nicht. Und nichtsdestotrotz knallen sich die Leute halt übelst krass, im Durchschnitt übelst krass halt so Zusatzstoffe, Zusatzvitamine rein. Deswegen werden die halt auch in absurden Mengen verkauft. Sind auch relativ billig, also im Vergleich zu Deutschland, muss man mal so sagen. Und auch das Gleiche, also was es alles gibt, ne? Flax, Seed Oil und so, ne? Also ich will da jetzt gar nicht mit anfangen. Ibuprofen im Doppelpack, 2x500. Also wenn der deutsche, durchschnittliche deutsche Medikamentenphobiker diese Packung hier kaufen würde, würde die, wenn man mal das Haltbarkeitsdatum nicht beachten würde, wahrscheinlich bis an den Rest seines Lebens, den Rest des Lebens seiner Kinder und den Rest der Enkel, Lebens der Enkelkinder halten. 1000 Tabletten. Ja, Sleep Aid, 2x96 Tabletten. Tylenol. Rapid Relief Acetaminophen, 375 Tabletten für 10,99. Ja, also ich bin da nicht so medikamentenphobisch. Ich nehme es mal, aber eigentlich selten. Ich bin Gott sei Dank, brauche ich sowas nicht. Also ich habe eigentlich keine Kopfschmerzen oder so. Aber es gibt halt Leute, die bei jedem kleinen Zipperlein sich sowas reinziehen. Hydrocortisolsalbe. Wahrscheinlich finden wir ja auch das eine oder andere, was in Deutschland verschreibungspflichtig ist, hier so im Dreierpack, im Viererpack zu kaufen. Was es auch gibt, was ich ohne jetzt zu viel von meiner persönlichen medizinischen Historie zu enthüllen, da habe ich es. Ich nehme Omeprazol, das ist verschreibungspflichtig in Deutschland und das ist hier nicht verschreibungspflichtig. Das kann man hier so im Multipack kaufen. Hier, ja, ich bin hier nicht so oft in der Ecke, muss ich sagen, weil es mir einfach zu große Mengen von diesem Zeug hier gibt. Ja, hier kann man so alles Mögliche an Kosmetika kaufen. Und was man hier noch erwähnen kann, ist, dass es hier eine Pharmacy gibt, also eine Apotheke. Das habe ich auch bei meinem Safeway-Video leider vergessen zu erwähnen. Als ich mir hinterher anguckte, dachte ich, Mensch, das wäre mal ein Aspekt gewesen, dass es hier halt eine Apotheke in einem Supermarkt gibt. Also in größeren Full-Size-Supermärkten gibt es halt, wie gesagt, Apotheken immer drin, wo man dann halt so seine Prescription, seine Verschreibung, sein Rezept hinschicken lassen kann
und sich das Zeug dann abholen kann. Es gibt jetzt, es ist auch nicht alles verschreibungsfrei. Also Antibiotika kann man entgegen landläufiger Meinung über die USA, kann man hier nicht verschreibungsfrei kaufen. Die muss man sich verschreiben lassen. Hearing Aid Center auch, also gibt es Hörgeräte. Wie gesagt, Sensodyne, nicht Sensodyne. Ja? Die Sensodyne Corporation, die uns die Terminators gebracht haben. Tums, das ist ein Medikament für... hier unten ist es Omeprazol übrigens. Ne? Also Acid Reducer, Omeprazol, ist verschreibungspflichtig in Deutschland. Das hier ist wahrscheinlich, gibt es das nicht in Deutschland, ich weiß es nicht. Das sind halt einfach nur so ein Zeug, was gegen akutes Sodbrennen ist. Da unten Prilosec, so ähnlich wie Omeprazol. Vermutlich auch verschreibungspflichtig in Deutschland. Wobei es recht häufig verschrieben wird. Ist ja jetzt auch nicht unproblematisch, aber... ja, ich glaube, dann haben wir das hier so ein bisschen abgearbeitet, diese Ecke. Und können uns dann eigentlich auch schon mal so dem Ausgang wieder nähern. Stehen die Amis auch voll drauf auf Mundspülung. Ja, es ist ziemlich aggressiv. Also es ist halt, ich glaube, es ist irgendwie, ich weiß nicht, ob es Alkohol ist oder so. Kills Germs. Also es tötet Germs. Wie soll ich das jetzt übersetzen? Germs, also Bakterien. Und ich weiß nicht, ob auch Pilze damit runterfallen, also Germs. Die Amerikaner benutzen auch viele Begriffe, die in einer sehr breit gefächert. Also zum Beispiel ist alles, was irgendwie so ein Insekt ist, ist halt Bug, also Bugs. B-U-G, Bug. Kann eine Mücke sein, kann ein Käfer sein. Oh, you have a bug on your shoulder. Okay, thank you, man. So, und die Rasierer sind ganz gut. Kaufe ich ganz gerne. Hearing Test. In der ISO-Kammer. So, dann gehen wir mal zum Ausgang. Ich hoffe, ich kriege jetzt hier keinen Ärger. Da hinten ist der Food Court, den können wir uns gleich nochmal angucken. Wie gesagt, hier muss ich jetzt mal meine Karte. Gibt es hier noch irgendwas zu sagen? Komm, der Chip sieht cool aus. Stell mich da mal ein. Okay. Er hat ein bisschen komisch geguckt, aber hat jetzt nichts gesagt. Wie gesagt, die Leute sind jetzt auch nicht so krass paranoid hier in der Regel. Ja, wie gesagt, also Costco könnte mir definitiv untersagen, jetzt hier drin zu filmen. Aber ich denke, es ist ihnen auch scheißegal. Weil letztendlich irgendwie kostenlose Werbung. Auch wenn jetzt wahrscheinlich die Zielgruppe, die das hier auf Deutsch guckt, vermutlich eher nicht die Kunden bei Costco werden. So, ich kämpfe mich mal hier durch. Oder ich lasse einfach mal meinen Wagen hier stehen. Also wichtig ist, dass ich diesen Bon aufbewahre. Also ich habe jetzt für diese Sachen $50.12 bezahlt. Das ging eigentlich. Also normalerweise bezahle ich hier so $100 bis $200, wenn ich ein bisschen mehr kaufe. Was ja auch schnell geht, wenn ich Toilettenpapier noch für $20 kaufe oder so. Und ich gebe im Durchschnitt im Monat bei Costco so um die $400 etwa aus. So, hier könnte ich jetzt halt mit der Karte diese verschiedenen Sachen kaufen. Das ist absurd billig. Und ich habe auch gelesen, dass der Preis für den Hotdog sich seit 1985 nicht geändert hat. Also es gibt hier so einen Hotdog, All Beef. Also wie gesagt, Pork ist ja, Schwein ist nicht so häufig. All Beef Hotdog. Auch Riesenteil, muss man sagen. Ich werde ihn jetzt nicht kaufen, sorry. Riesenteil, 1,50 zusammen mit einem Getränk, was man all you can drink sozusagen ist. Also man kann es halt einfach wieder nachfüllen an dieser Station. Was es hier gibt, Churros. Also C-H-U-U-R-O. Sorry, ich wollte das nicht cancel order. Yes, cancel order. Churro. Guckst du einfach mal bei Google Image Search oder ich blende ein Foto ein. Ein Churro, das ist ein mexikanisches, eine mexikanische Süßspeise. Ansonsten, wie gesagt, Pizza, Chicken Bake, das ist so ein eingerolltes Huhn, so ein Hühnerteil irgendwie. Pizza, $2 pro Dings, pro Slice, ihr wisst, was ich meine. Und die ganze Pizza halt für 9,95. So, und dann, wie gesagt, holt man das da ab und geht dann nach Hause oder isst es gleich hier, so wie die Leute da. Und hier ist halt wie gesagt die Soda Station, alles mit High-Fructose-Kornsirup natürlich. Wasser kann man sich hier immer umsonst nehmen, hier, Water Pushdown, das kann man sich immer umsonst nehmen in den USA. Also du kannst, wenn du einen Becher hast, kannst du reingehen in den Laden und sagen, Water please, oder einfach hingehen zur Station und das Wasser einfüllen, da sagen die nichts. Also du kannst auch einfach zu irgendeinem Restaurant gehen, also jetzt nicht so ein Edelrestaurant, aber jetzt zu irgendeinem Fastfood-Laden und kannst halt sagen, hey, give me a cup of water please. Und dann geben die dir einen Becher für Wasser, also, ja. So, ja, wir gehen jetzt hier einfach mal raus. Hier sind die Kaffeemühlen, die ich eben erwähnt hatte.
Wasserautomat. Und hier gibt es alle möglichen, also hier gibt es das Tire Center, also das Reifencenter. Und es gibt auch alle möglichen anderen Services, ne? Welche Custom Countertops, also Arbeitsflächen wie die Küche, Flooring, also Boden, da quatsch mich gleich vor, wenn ich nicht aufpasse, Business Printing und so weiter. Also kann auch online bestellen, Custom Counter. Hier steht es, also ich habe diese Karte da links oben, Executive 120. Man kriegt aber auch Geld wieder. Also wenn man regelmäßig bei Costco einkauft, dann kriegt man diese 120 Dollar in Form von Cashback wieder. Also ich kriege momentan, wenn ich so 400, 500 Dollar im Monat ausgebe, hier kontrollieren die übrigens nochmal, die zählen die Ware. Oh, thank you. Thank you. Take care. Ja, also die kontrollieren ja nochmal die Ware, dass ich hier nicht mehr mit rausnehme, als ich gekauft habe, bezahlt habe. Ja, das war der Costco-Einkauf. Und ich nochmal einen Blick hier auf die Storefront und dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Bis dann, tschüss.